Was hier echt schick ist, hier vorne ist so eine Veranda, ne? Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Das ist das Thema, mit dem ihr euch immer wieder beschäftigen werdet oder überhaupt erstmal beschäftigt, bevor ihr baut. Wie oder überhaupt wo finde ich jetzt einen Baugrund? Wo finde ich einen Bauplatz? Und da stellt sich von Anfang an immer die Frage, suche ich das eher in einer ländlichen Region? Oder suche ich das mehr so in einer stadtnahen Lage? Oder suche ich das sogar in einer Metropolregion? Und man muss eins natürlich schon sagen, Baugrund, der wird ja immer rarer, ne? Also die Preise steigen immer mehr. Und das ist ja auch eine Frage, mit der wir uns immer auseinandersetzen, auch mit euch immer wieder, die jetzt bauen wollen und aber noch kein Grundstück haben. Und wenn man sich so umschaut, es gibt halt immer weniger Grundstücke und immer weniger Grund. Und zu Beginn müsst ihr euch die Frage stellen, wollt ihr jetzt eher, dass es eher weiträumig ist, vom wie ihr wohnt? Da müsst ihr euch also ganz, ganz weit aufs Land raus bewegen. Oder ihr seid einfach bereit, einen extrem hohen Quadratmeterpreis zu bezahlen. Und ich hatte es ja schon mal in einem der letzten Beiträge gebracht. Also wir haben im deutschsprachigen Raum, und speziell wenn man jetzt mal in Deutschland guckt, haben wir Regionen, da ist einfach der Quadratmeterpreis bei 2.000, 3.000 Euro pro Quadratmeter. Ne? Also das ist das Bauland. Und wenn ihr jetzt so in einer ländlichen Region seid, dann fragt ihr euch bestimmt, kann ich jetzt bauen? Ne? Also zum Beispiel hier könnte man sich die Frage stellen, jetzt kann man bauen. Ne? Ist das Bauland oder ist das Bauerwartungsland oder ist das einfach nur landwirtschaftlich genutzte Fläche oder ist das eine Freifläche? Und das Hauptthema unseres heutigen Beitrages soll natürlich schon sein, wie finde ich am besten, auf dem besten Wege, für mich das passendste Bauland. Ne? Und da kann man es natürlich so machen, wie es alle machen. Da kann ich jetzt in Anzeigen, in den Suchmaschinen, kann ich dann eingeben, Bauland, Baugrundstück, und dann kriegt ihr alles Mögliche aufgelistet. Der Nachteil der ganzen Geschichte ist einfach, dass dann zu 90% Makler dahinter stehen und bei 10% sind das so Grundstücke, wo man sagt, naja, so lala. Also da ist entweder ist noch nicht klar, dass man bauen darf, oder es ist halt dann so, dass man mit Schwierigkeiten rechnen muss. Die beste Möglichkeit, die ich jetzt euch wieder nur als Tipp geben kann, ist, selbst auf die Suche zu gehen. So wie ich das jetzt hier mache. Ne? Also ich habe jetzt hier wir haben jetzt hier eine Wiese vor uns, ne? In dem Bereich. Und natürlich darf jetzt hier nicht gebaut werden. Aber ihr habt vielleicht auch Bereiche, die in eurer Umgebung sind und wo ihr euch jetzt vorstellen könntet, zu bauen, zu wohnen. Ja, und dann fragt man einfach mal die Nachbarn oder da fragt man mal beim Bauamt nach, wobei beim Bauamt, bei der Gemeinde fragen die meisten nach. Ne? Was ich machen würde, ist wirklich immer bei den Nachbarn nachfragen, ne? Dass man da einfach auch klingelt oder freundlich die Leute anspricht. Und so erfährt man meistens mehr, als wenn man bloß im Internet irgendeinen Suchbegriff eingibt. So, jetzt kommen wir vielleicht noch mal ein bisschen zu der Grundstücksgröße an sich. Die Grundstücksgröße, die durchschnittliche Grundstücksgröße, die ist in Deutschland und in der Schweiz, ne? Also kann ja ganz gut auch für die Schweiz sprechen, die ist von vor 10 Jahren 700 bis 800 Quadratmeter Bauland auf heute 400 bis 500 Quadratmeter gesunken. Ne? Das müsst ihr euch mal vorstellen. Also ja, das sind 50%. Die durchschnittlichen erschlossenen Grundstücke, verkauften Grundstücke, sind um 50% kleiner geworden. Und in der gleichen Zeit hat sich der Preis, naja, mindestens verdoppelt, würde ich sagen. In 10 Jahren, in einigen Regionen reicht das noch gar nicht aus. So, was kann man noch zu den Gesamtkosten sagen?
Also in den meisten Regionen, also das ist jetzt so im süddeutschen Raum, ist das auf jeden Fall so. In den Ballungszentren mindestens so, ne, wenn gar nicht noch mehr, dass der Grundstückspreis 50% des gesamten Kaufpreises ausmacht. Also wenn ihr dann auch euer Smart Home draufstehen habt, 50%. Ne, also Bausumme 1 Million. Es gibt ja einige Leute, die immer bei uns dann schreiben, was kostet 1 Million? Und ja, viele Geschichten kosten jetzt schon 1 Million und mehr. Und das sieht es einfach so aus, dass eben der Grund dann 500.000 kostet und das Objekt selber, also das Gebäude selber, auch nochmal 500.000. So, da stellt sich auch gleich die Frage, was kommen für Kosten jetzt auf mich zu? Also, wenn ich jetzt so ein Grundstück erschließe, das ist ja natürlich je nach Gemeinde und Lage ist das ganz unterschiedlich. Aber prinzipiell, was braucht man eigentlich, um jetzt so ein Grundstück als erschlossen gelten zu lassen? Da habt ihr zum einen habt ihr die Wasser-Abwasser-Zuführungen, dann habt ihr eine Stromleitung und also eine Stromzufuhr. Ohne Strom funktioniert es ja gar nicht. Und dann noch ganz wesentlich auch die Telekommunikation, also das Internet. Ohne Internet funktioniert ja heute auch kein Gebäude mehr. Also das sind immer so die, sag ich mal, Kosten, die bei der Erschließung hinzukommen. Und was ganz, ganz wesentlich noch für euch ist und wichtig ist, das sind Kosten, die ihr zum größten Teil, ja, die ihr zum größten Teil selbst übernehmt. Also da gibt es, also wie gesagt, je nach Region und Lage ist das ganz unterschiedlich, aber in der Regel kann man davon ausgehen, dass man diese Erschließungskosten zu 90% selbst übernimmt. Und das sind ja schnell mal 10.000, 20.000 Euro, die da zusammenkommen, wenn ihr das Ganze erschließt. Ne? Und das ist ja das Thema, wenn ich jetzt ein Grundstück entdecke, wo ich sage, das ist total toll, dann müsst ihr das die Erschließungskosten noch hinzurechnen. Und das ist das, was ich so meine, was ich euch empfehle, dass ihr euch auf sowas spezialisiert. Dass ihr eine Fläche selber akquiriert und die dann vielleicht zu vertretbaren Kosten selber erschließen könnt. Also im Gegensatz zu jetzt einer Geschichte, die ihr dann als Anzeige, also wenn ihr jetzt ein Baugrundstück, ein Bauland aus einer Anzeige rausholt, da habt ihr dann den Makler noch dabei. Ja, also das sind viele andere Kosten noch mit dabei. Was noch ganz wesentlich für mich beim Grundstück ist, ist der Freiraum zum Nachbarn. Ne? Also wie viel Platz bleibt mir noch? Ne? Und also das kann ich nur jedem als Ratschlag geben jetzt beim Bauen. Wenn ihr ein bisschen weiter raus aus dem Ballungszentrum jetzt euch den Baugrund kauft oder erschließt, dann habt ihr wahrscheinlich mehr Platz zum Nachbarn, als wenn das jetzt in der Stadt nahe Lage ist. Und das müsst ihr auch wirklich euch entscheiden, was ist euch wichtig? Also worauf kommt es euch an? Ja gut, und wovon hängen jetzt die Grundstückspreise grundsätzlich ab? Einerseits natürlich auch Angebot und Nachfrage, ne, reine Marktwirtschaft. Und was wir auch immer wieder gesehen haben, wenn man es dann so nachrechnet, mit der Kaufkraft. Man kann da grundsätzlich sagen, da wo die Grundstückspreise sehr hoch sind, ist auch die Kaufkraft in der Region sehr hoch. Also das Einkommen pro Kopf. Ja, jetzt habe ich eine ganze Menge zum Grundstück gesagt oder zum Baugrund. Was für mich noch wichtig wäre, dass ich das Gebäude, also auf dem Gebäude, Photovoltaik integrieren kann. Also für mich persönlich wäre das ein absolutes Must-Have. Und es gibt natürlich einige, die sagen, das brauche ich nicht. Ich erzeuge gerne meine eigene Energie. Also, und ich gucke jetzt da auch nicht so, ob das da hinterm Komma, hinter der zweiten Stelle auch dann von der Rendite her so passt, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war jetzt ein Beitrag zum Thema, wie finde ich das perfekte, richtige, passende Grundstück für mich? Wie finde ich Bauland? Noch zum vertretbaren
Preis. Wenn das Ganze euch gefallen hat, dann freue ich mich auf einen Daumen. Da freue ich mich auf ein Abo, falls ihr uns noch nicht abonniert habt. Und sage bis zum nächsten Beitrag. Tschüss. Jetzt habe ich es ganz fast noch vergessen zu sagen. Falls ihr jetzt mit KNX selber programmieren wollt und euch da Kosten sparen wollt, dann schaut euch einfach mal unseren Kurs an. Der Kurs heißt in 8 Stunden KNX Videoschnellkurs. Einrichten, programmieren, das komplette Haus in Betrieb nehmen und das Ganze, wir haben es jetzt in 8 Stunden genannt, das ist ein 10 Stunden Kurs und den könnt ihr euch bei uns anschauen und schaut einfach mal rein. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, tschüss. So, jetzt habe ich doch noch einen Nachtrag, einen kleinen Nachtrag. Ich habe ja vorher gesagt, dass das Grundstück bis zu 50% des Preises ausmacht. Das ist natürlich jetzt so in stadtnahen Lagen der Fall oder in Regionen, wo die Preise sehr hoch sind. In ländlichen Regionen, da sieht es dann so aus, dass der Preis so ungefähr bei 33%, bei 30%, bei 25% des Gesamtpreises liegt. Oder auch noch darunter. Also gerade, es gibt in Deutschland, in Norddeutschland Regionen, wo wirklich Bauland noch, ja, ich sag mal, wirklich zum sehr, sehr guten Preis zu haben ist. Jetzt ist aber wirklich gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und wenn ich ländliche Regionen meine, dann meine ich natürlich nicht das Haus auf Pump in der Pampa. Ne? Also die Pampa ist mit der ländlichen Region nicht gemeint. Also es geht darum, Bereiche für einen Baugrund zu erkennen und auch auszuwählen, die zukunftsfähig sind einerseits und andererseits vom Preis her noch nicht in diesem extremen Anstieg sich befinden. Also ich sage mal bloß so München und Region oder Oberbayern. Oberbayern ist wirklich ganz speziell. Ne? Also in Oberbayern gibt es schon noch Lagen, wo man zum guten Preis kaufen kann und wo auf der anderen Seite auch noch Potenzial ist. Und daran liegt wirklich die Kunst, das zu erkennen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. So, und wir schauen uns jetzt mal so ein Objekt an, was unbewohnt ist. Und ja, ich zeige es euch mal. So könnte ein Grundstück aussehen, so könnte ein Objekt aussehen, was ihr jetzt findet, was noch nicht in einer Anzeige drin steht, was auch noch nicht in der Vermittlung eines Maklers ist. Und schauen wir uns doch einfach mal dieses Objekt an. Also hier sieht man auch schon, dass der Garten, dass da schon lange nichts gemacht wurde. So. Ja, also wir haben hier ein Haupthaus. Ne, da müssen wir das euch mal so zeigen. Ihr seht hier ein Haupthaus, das ist hier so auf der linken Seite, zur linken Hand. Und dann haben wir hier hinten, naja, das ist wie so ein Gartenhäuschen, was dazu ist. So, und jetzt können wir uns mal hier ein bisschen hier so lang bewegen. Also ich schaue mir immer manchmal so gerne, schaue ich mir so Objekte an, die verlassen sind, wo vielleicht die Eigentumsverhältnisse noch nicht ganz so geklärt sind und die überhaupt nicht auf dem Markt sind. Das kann für einen Bekanntenkreis sein und auch ja, rein aus Hobby und Interesse halber. Ja, also wenn ihr mich jetzt fragt, lohnt sich das hier weiterzugehen, zu recherchieren, herauszubekommen, wem dieses Grundstück gehört und ob man dann ein Kaufangebot macht, ich würde sagen, auf jeden Fall. Was hier echt schick ist, hier vorne ist so eine Veranda. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Hier in diesem Bereich, da seht ihr so eine Veranda. Und das Haus ist ja nun, ja, ist wahrscheinlich an die 100 Jahre alt. Man hat hier was zugemauert. Warum man das zugemauert hat, das muss man alles nochmal mitkriegen. Also man kann es auch wieder schick herrichten.